Hallo in die Runde. Heute ein Video mit ganz, ganz anderem Thema. Meine Erfahrungen nach 5 Jahren auf YouTube. Ihr wisst, es gibt insgesamt 2 Kanäle von mir. Ein Kanal befasst sich mit meinem ehemaligen Hauptberuf der Eisenbahntechnik, Fahrzeugtechnik, Bremse. Und der andere dürfte den meisten, die jetzt hier zuschauen, wohl bekannt sein. Das ist die Geschichte mit der Elektronik und den Reparaturen. Natürlich schaue ich in die Statistiken, die mir YouTube bietet, und mache mir auch so meine Gedanken. Und da ich hier überhaupt nichts zu verbergen habe, dachte ich, ich lege mal ein paar aktuelle Zahlen offen und erzähle euch mal, was ich dann so an Erfahrungen gesammelt habe und dazu denke. Der Satz, ich hätte viel Geld verdienen können oder Fragezeichen, begründet sich ja darauf, dass dieser Kanal nicht kommerzialisiert, monetarisiert ist und das wird auch so bleiben. Aber kommen wir jetzt zu den erstmal wichtigsten Zahlen. Das ist also der Stand heute. Und gut zu sehen hier oben, am 6.7.2019 habe ich begonnen. Ja, und wenn man sich hier die Zahlen im Kopf anschaut, 4,9 Millionen Aufrufe, das ist aber nicht ganz präzise, das rundet YouTube immer auf oder ab, aber sicherlich stehe ich jetzt knapp von den 5 Millionen. Für mich wichtig ist die Gesamtwiedergabezeit mit 655.674 Stunden. Das ist schon erheblich. Und hier muss man natürlich den Vergleich setzen, wie viele Seminartage oder wie viele Lehrveranstaltungen hätte ich machen müssen auf herkömmlicher Basis mit vielleicht 10 bis 15 oder gar 20 Teilnehmern, um das, was ich hier tue, in so einer Fläche zu verbreiten und so oft zu multiplizieren. Und da kommt, glaube ich, jetzt der Punkt, der das Ganze zum Gewinn macht. Es gibt kein besseres Medium als das Internet, um solche Dinge zu verbreiten. Das ist Fakt. Jetzt mal völlig unbeachtet der negativen Aspekte der Internetbenutzung und auch hier dieser Software bei YouTube. Da gibt es natürlich vieles, was man kritisieren kann, vor allen Dingen die dauerhafte Werbung. Aber da gibt es ja Mittel und Wege, das zu beseitigen. Ja, bei der Abonnentenzahl gibt es etwas sehr Merkwürdiges. Sie ist zwischenzeitlich mal extrem angestiegen, aber es gibt auch Phasen, so wie jetzt, wo sie stagniert, sehr, sehr, sehr stagniert, fast linear, geradlinig verläuft. Und das muss mit den Themen und mit dem Algorithmus hier zu tun haben. Das macht sonst keinen Sinn. Aber da komme ich gleich noch im Einzelnen zu. Schauen wir hier weiter. Das sind die Klickzahlen pro Stunde. Das ist von gestern Abend 21 bis 22 Uhr. Das sind also 204 Klicks. Das ist jetzt auch nicht besonders dolle, aber das liegt sicherlich an dem Thema. Ja. Das mal so ein Überblick und das ist das, was mir also die Plattform zur Verfügung stellt, wenn ich mal sehen will, was geht denn da so ab und los. Das ist schon sehr interessant. Kommen wir zur nächsten Folie. Das sind die Spitzenreiter der Videos und das ist auch mit interessanten Augen zu betrachten. Über die Zeit habe ich festgestellt, dass je mehr Arbeit ich in ein Video stecke, und je mehr das Video Grundlagen beleuchtet und Lernen erfordert, die Klickzahlen extrem fallen. Was hier auf dieser Plattform immer geht, sind reißerische Sachen. Nicht ohne Grund ist dieses Video hier zum Beispiel, zwei Werkstätten haben aufgegeben, aufgrund der Überschrift, und das ist ganz klar zu sehen, aufgrund der Überschrift mit 95.677 Klicks ganz oben.
Denn wenn man jetzt hier schaut, wie der Betrachtungsanteil ist, dann ist das ein Riesenunterschied. Ihr seht hier zum Beispiel diese Platinenbeschädigung durch den Transport, der Hammer auch sehr hoch. Die durchschnittliche Betrachtungsdauer ist aber sehr niedrig. Das heißt, hier haben die Leute einfach nur angeklickt, weil der Titel versprach Krawall oder irgendetwas Außergewöhnliches. Genauso ist das hier bei den Fake-Bauelementen. Das ist auch sehr viel Aufrufen bestätigt worden. Aber hier liegt ein sehr hoher Durchschnitt der Betrachtungsdauer vor. Die einzigen Lernvideos oder wirklichen, ja, Lernvideos, wenn man so will, die oben stehen, ist das hier mit den Reparaturen von Schaltnetzteilen, weil das ist wohl so ein interessantes Thema, dass das hier mein Spitzenreiter ist. Das heißt also, mein bestes Video ist das hier mit den Schaltnetzteilen mit 168.760 Aufrufen. Aber man darf auch hier nicht vergessen, das ist ja mittlerweile auch schon 3 Jahre auf dem Kanal. Und dementsprechend relativieren sich dann pro Jahr die Klickzahlen doch deutlich. Gut, aber das mal so ein kleiner Einblick in das Geschehen. Und ihr seht jetzt hier das letzte aktuelle Video. Naja, das ist, obwohl es ein sehr allgemeines Thema ist, auch nicht besonders stark. Die durchschnittliche Wiedergabedauer ist auch nicht berauschend. Also manchmal fragt man sich, wofür machst du das? Das ist tatsächlich dann so ein Gedanke, der immer mal wieder aufkommt. Festhalten kann ich, je weiter das Video in die Technik geht, in die Tiefe, desto niedriger die Klickzahlen. Und je oberflächlicher es ist und je reißerischer es ist mit negativen Punkten und Krawall oder vielleicht mit sehr differenten Leserkommentaren. Das heißt, ich wäre gut beraten, um Klickzahlen zu erhöhen. Einfach die Kommentare laufen zu lassen und das Fetzen in den Kommentaren zuzulassen. Nee, das wird es bei mir nie geben, weil das will ich nicht. Punkt. Okay. Und jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Hier seht ihr, und das kann ich offenlegen, ich habe da kein Problem mit, ich bekomme das Geld sowieso nicht. Das, was ich in den einzelnen Monaten eingenommen hätte, und ich glaube, das spricht für sich. Warum reißt hier der April und der Mai raus? Das ist ganz einfach. Blendet mal zurück. Das war dieses Video hier. Das hat hohe Klickzahlen generiert. Und das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, ja, okay. Aber bitte aufpassen, das, was ihr hier auf dieser Auflistung seht, ist von einem externen Dienstleister ausgerechnet und entspricht nicht das, was ich wirklich von YouTube bekommen würde. Das wäre wohl noch erheblich niedriger. Das ist also ein bisschen nach oben gepusht. So, da würde ich sagen, okay, wenn du so ein reißerisches Video machst hier, dann liegst du natürlich bei 255 Euro im Monat. Pustekuchen. Das ist viel weniger. Und jetzt seid mal ehrlich zu euch. Guckt euch das mal in der Summe an über ein Jahr. Die Arbeit, die ich hier reinstecke und das, was das an Erträgen bringen würde. Für mich gilt, ja, wer mit YouTube Geld verdienen will, und muss, der hat in seinem Leben was falsch gemacht. Tut mir leid, das so klar sagen zu müssen. Ich bin darauf nicht angewiesen und kann mir den Luxus erlauben, darauf zu verzichten und das auch nicht wirklich ernsthaft zu werten. Aber dennoch wollte ich es mal gerne zeigen, um das auch öffentlich zu machen. Es gibt ja da auch viele Scheißhausparolen, dass einige Influencer oder wie die sich auch immer nennen, diesen ganzen jungen modernen Blödsinn teile ich sowieso nicht. Dass die da Millionäre werden, das mag vielleicht in der einen oder anderen Fall so zutreffen, aber in der Summe ist das alles Wunschdenken, meiner Meinung nach. Ja, was noch interessant ist, das sind die Länderverteilung, da schaue ich natürlich auch drauf. Und das ergibt sich, glaube ich, schon alleine durch die Sprache. Mein Heimatland mit 83,7%, dann haben wir die Österreicher mit 5,7, die Schweizer mit 2,6 und die Niederländer ganz klar deswegen, weil sehr viele in den Niederlanden gut Deutsch sprechen oder zumindest gut Deutsch verstehen. Die Sprachen sind ja auch sehr, sehr eng aneinander liegend. Ja, und dann kommt Italien und das geht dann bis in die Philippinen, aber das sind dann nur noch 0,001% oder sowas. Also das mal, wie sich das so verteilt. Und das ist nun auch sehr interessant.
Verteilung weiblich 1,5%. Darauf kann ich stolz sein. Das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr hohe Quote. Und 89,4% Männer liegt auf der Hand. Gegendert wird hier nicht. So, und das, was ich im Prinzip erreichen wollte, ist ein totaler Fehlschlag. Ihr seht es selber, ich glaube, ich brauche das nicht weiter zu kommentieren. Ich kann junge Menschen nicht erreichen und auch nicht motivieren, denke ich mal. Sondern es bleibt eher in meiner Generation, das sagen die Zahlen deutlich, 55 bis 64 Jahre ist der Spitzenreiter mit 35,1% und über 65 Jahre ist 27,5%. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft, der Übersättigung der Jugend. Das ist meine feste Meinung. Die Schnippen mit dem Finger haben ein Handy, die Schnippen mit dem Finger haben ein Auto. Alles andere, es läuft alles perfekt, aber natürlich unter dem Aspekt, dass wir den Umweltschutz extrem vernachlässigen. Was kaputt ist, wird weggeworfen und neu gekauft, völlig ohne Gedanken. Und das haben wir als ältere Generation auch zum Teil zu verantworten. Das ist meine Meinung, weil wir viel zu spät dahingeschaut haben. Und ich erlebe es ja auch in der eigenen Familie. Wenn ich sehe, was die Enkelkinder heute an Geschenken bekommen, wobei das bei uns noch verhältnismäßig unter Kontrolle ist, und auch bedacht gemacht wird, aber dennoch ist das zu meiner Jugend unvergleichbar, unvergleichbar. Die Qualität der Fahrräder, das, was in der Freizeit alles veranstaltet und gemacht wird und was für Geräte und Gerätschaften zur Verfügung stehen, in unglaublicher Menge und Vielfalt. Das hat es zu unserer Jugend der Boomer-Generation so nicht gegeben. Ja, aber das muss ich so hinnehmen. Und auf der anderen Seite sage ich mir natürlich auch, okay, wenn ich meiner Generation Spaß bereite hier und Freude, ist es auch gut. Es ist nicht befriedigend, aber es ist so und ich werde es nicht wesentlich ändern können. Ich stelle das zur Verfügung. Die Möglichkeit ist da. Wenn sie nicht angenommen wird, dann ist das so. Ja, das war's schon. Ich hätte nur diese Folien rausgesucht. Was mir wirklich deutlich auffällt, ist, es gibt ein paar Kanäle, ich habe die ja jetzt auch schon mal bekannt gegeben, die Elektronik wirklich hervorragend verbreiten. Größtenteils in englischer Sprache. Ein ganz, ganz großer Teil davon ist englische Sprache. In Deutschland gibt es nur sehr wenige, wo ich sagen würde, Hut ab, das ist was, was man sich wirklich ansehen sollte. Und je besser diese Kanäle sind, desto kleiner ist die Klickzahl. Das ist die Technikfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Ich habe übrigens ein ähnliches Video zu dem Thema auch auf meinem Eisenbahnkanal gemacht und das hat jetzt schon seit gestern relativ viel Zuspruch. Die Kommentare auch sehr positiv und ja, sehr, sehr, sehr zusteuernd auch, was noch Argumente angeht und Sichtweisen. Das ist mir wichtig. Okay, dann soll es das auch schon sein. Einfach mal ein Blick in die Dinge, die ich so zu sehen bekomme, die ja nicht für alle zugänglich sind, sondern nur für mich als Kanalbetreiber. Und wie das mit dem Verdienen so ist und was sich da zwischen Wahrheit und Legende so tummelt. Ich wünsche euch schon mal, ja, morgen ist ja Freitag, ein schönes Wochenende. Alles Gute, wir sehen uns. Am Wochenende kommt ein neues Video über eine Thomann-Geräte-Reparatur. Bis dann, ciao.